zweimal in Juarez. Ich habe eine kleine Ahnung von der Gewalt, von der Unsicherheit, die dort herrscht und auch von den persönlichen Tragödien, die in diesem Umfeld stattfinden. Und wenn man dann die Gesichter sieht, dieser Tragödien, dann ist das ein sehr starkes Gefühl. Und insofern glaube ich, dass das auch eine wichtige Leistung von Teresa ist, dass sie eben dieser Gewalt, von der man immer so in einer abstrakten Form spricht, oft auch in Zahlen, dass sie dieser Gewalt Gesichter gibt. Kunst hat die Möglichkeit, hinzuzeigen auf Dinge, die wir noch nicht wissen, eben auf einer visuellen Art und Weise, nicht im Text zum Beispiel, sondern eben im Bild. Und das Bild kann manchmal sehr viel wirkungsvoller sein, sehr viel eindrücklicher und dadurch dann natürlich eben auch etwas auslösen. Und ich glaube, Teresa Margolyes Kunst ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein Bild dann auch etwas bewirken kann bei einem persönlich und vielleicht auch zu einem weiteren Interesse führt, sich weiter mit diesem Thema zu beschäftigen. Sie will ja das auch auslösen, dass man sich mit diesen Geschichten befasst, dass man eigentlich aufgrund dieses Erschreckens, also das hat so ein kathartisches Moment, ja, was man aus der antiken Tragödie kennt, Schrecken, Schauder, dass ich mich aufgrund dieses Schauderns vielleicht mit der Geschichte zu befassen beginne und mich frage, ja, in was für einem Land, in was für einer Situation lebt die Künstlerin, was will sie uns hier mit dieser Drastik, die wir ja eigentlich zu dem Kunstwerk auch beitragen ein Stück weit, indem es in unserem Kopf etwas in Bewegung setzt. Was will sie uns damit eigentlich sagen? Wir sollen uns vertiefter damit befassen, was in Mexiko, in der mexikanischen Gesellschaft mit dieser mit diesem Drogenkrieg und der politischen Situation passiert. Das ist eine Arbeit von Teresa Margolyes, die heißt Mesa y dos Bancos, also Tisch und zwei Bänke. Diese Zementmischung ist nicht ein gewöhnlicher Zement, sondern wurde angereichert durch Material, das sie gefunden hat an einer Mordopferstelle. In den letzten 10 Jahren wurde dieses Gebiet in Mexiko in den Medien bekannt als der Ort für den Drogenkrieg. Ciudad Juárez ist eine Grenzstadt, eine Stadt über 1 Million, mit über 1 Million Einwohnern, an der Grenze zwischen Mexiko und den USA. Und dort werden seit gut 20 Jahren Morde dokumentiert, registriert, die geschlechtsspezifisch sind. Man hat natürlich immer auch diese Ansprüche an Kunst, dass sie einen Zweck erfüllt. Ob es jetzt der Zweck ist, schön zu sein, ob es der Zweck ist, Freiräume zu eröffnen. Also je nachdem hat man immer verschiedene Ansprüche, die man an die Kunst heranträgt. Und das zu moderieren ist natürlich unsere Aufgabe. Und da kommen auch die Fragen dann je nachdem seitens der Politik her oder auch seitens der Gesellschaft. Und das sind auch legitime Fragen, denn Künstler suchen diese Diskussion ja. Also wenn sie das nicht tun, dann kann man doch gewisse Fragezeichen machen. Diese Frauenmorde, diese vermissten Mädchen, das ist mit unheimlich viel Schmerz, Wut von diesen Familien verbunden. Und ich glaube, es geht weniger, es ist eine Anklage, es ist wie eine Klagemauer. Hat dann natürlich vielleicht weniger den Effekt, dass da plötzlich noch so ein Moment der Katharsis hervorkommt. Ich glaube, man geht sehr doch auch betroffen aus der Ausstellung. Und doch, ich glaube, man kann sich nicht der Arbeit entziehen.